Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2. Heute geht's weiter, wir werden uns heute anschauen, was sich hinter dem Portal verbirgt, weil, das Auge Innos, wir haben's offenbar, müssen aber Watras fragen und Watras hat uns außerdem hier den Auftrag gegeben, damit wir natürlich dann gleich beides bei Watras abgeben können, ist, dass wir durch das Portal gehen und der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen. Und mit ein bisschen Glück, Ravens Sklaven werden wir da auch beimachen. Vielleicht finden wir auch einen Sextanten, schauen wir mal. Jetzt erstmal, meine Frage, mache ich die neue... Wir brauchen übrigens inzwischen wirklich 10.000 Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte für eine Stufe. Okay, Lernpunkte... 10 kostet mich das. 80 Stärke habe ich. Ich könnte auf 90. Weiß ich nicht. Machen wir erstmal nicht. Bin ich mir unsicher. So, aber. Hey. Was? Ich dachte, ich muss mit dem reden. Ich muss mit Satoras reden? Ganz offensichtlich. What the fuck? Hä? Ich dachte, mit Satoras... Ne, mit Satoras habe ich schon länger nicht gesprochen. Den skippe ich immer, weil der mir am Sack ging. Also, okay. Reden wir mal mit ihm. Schauen mal. Ne, du bist nicht. Du bist nicht Satoras. Der ist noch eins weiter. Damit, das hier ist groß hier drin. Na gut. Die Sache ist, das ist doch eigentlich so eine Art Krypta, oder? Warum sind hier keine Särge? Oder fast keine Särge? Na gut. Hey. So, da. Warum habe ich eigentlich gerade keine Musik? Egal. So. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut. Als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Watras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Watras für dich. So, so. Und du konntest natürlich nicht an dich halten und musstest sie unbedingt öffnen, ja? Nun, Ich will nur für dich hoffen, dass mein noch sehr zartes Vertrauen in dich nicht bestraft wird. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Okay. Alles klar. Na dann. Schauen wir mal. Nee. Wo ist der Ring, den er mir gerade gegeben hat? Hä? Hä, wo ist das wirklich? The fuck? Okay, keine Ahnung. Ich würde es gern mir anschauen, aber... Naja. Ich bin gespannt. Das heißt, das ist dann... Ist dann das Portal nur... Eine Sache, wenn man das hat mit dem Die Nacht des Raben. Das heißt, aber wäre dann der ganze Tempel auch nicht hier? Aber ich bin verwirrt. Ich bin hardcore verwirrt, wie das dann sein könnte. Ich glaube fast nicht, dass... Ich glaube, da wo wir dann hinkommen, wird es neuen Stuff geben. Aber dass da wir da hinkommen können, wird nicht neu sein, oder? So, wo zur Hölle ist jetzt das Teil, was der mir gegeben hat? Das, nee, schwarze Perle. Dieser Ring öffnet das Portal. Sehr, sehr eindeutige Beschriftung. Also ich muss sagen, Verwechslungsgefahr gleich none. Dieser Ring öffnet das Portal. Gut, na dann, schauen wir mal. Moment. Hier. Oh. Okay, die lesen jetzt alle. Kann ich jetzt irgendwas machen? Was muss ich jetzt machen? Hä? Nein. Ja. Wo ist denn das? Moment, ist das doch das Teil? Ich glaube, oder? Ah ja! Oh,
ja, jetzt geht's los. Okay, das war nicht mal eine Sequenz. Das habe ich fast gedacht, dass es eine wäre. Okay, kann ich jetzt nochmal mit euch reden? Okay, euch ist das wurscht, oder was? Ich habe ja noch nicht mal einen neuen Tagebucheintrag bekommen. Geil, keiner von euch hat was Neues. Egal, let's fetz. Ah, mir gefällt nicht, dass da so zwei Steinwächter sind. Das ist instant keine gute Nachricht. Da sind sogar mehr als zwei. Ah, na, okay, das sind nur Sachen zum Lesen. Okay, ich dachte schon, das wären diese Wichser, die da rausgekommen sind. Aus den Steinkreisen. Um erst den Ring zusammenzusetzen, ne? Wow, Kohle. Ah, da draußen sind, glaube ich, die. Okay. Sind die jetzt einfach auf der anderen Seite geblieben? Natürlich schicken sie mich vor. Ich meine, gut, wir haben Saturas auch mit der Botschaft verärgert. Vielleicht ist das so eine kleine Sache, dass wenn man die Botschaft öffnet, dass man jetzt hier allein ist und sonst kommen ein, zwei Dudes mit. Könnte ich mir vorstellen. Die Sache ist, hier ist auch Teleporter-Stuff. Okay, die Steinwächter sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Das war deutlich einfacher, als ich dachte. Die schauen fast so ein bisschen aus, einfach wie Pappaufsteller. Ja, okay. Die Steinwächter sind nicht mehr das, was sie mal waren. Nicht mal ansatzweise. Die Sache ist, soll ich jetzt hier auf diesen Teleport-Ding gehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob das nicht so ganz das Sinnvollste wäre. Da geht's weiter. Ist hier eigentlich irgendwo mal was? Ich glaube nicht. Das sind einfach nur so Dekorationsdinger. Was ist denn das hier? Ein Sockel. Womit denn? Okay, wir brauchen einen Gegenstand, um hier was zu öffnen. Ich behalte mir das mal. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass es mich zurückteleportiert, aber ich glaube, diese Teleportdinger, genau wie die Runenteleporter, gehen nur innerhalb von einem Level quasi. Also die würden jetzt mich nur hier irgendwo anders hinbringen und nicht zurück nach Korinis. Wo sind wir eigentlich aktuell? Ja, nicht auf der Karte. Das ist das Problem. Und ich glaube auch nicht, dass wir auf der Minenkarte sind. Weil das sah ja auch anders aus. Ah. Hä? Da ist Saturas. Hey, da sind die Dudes. Alter, what the fuck? Wie schnell seid ihr denn? So da. Adanos sei Dank. Da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Ja. Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Okay, und what the fuck? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt.
Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Okay. Meine erste Frage sollte eigentlich sein, habt ihr eine Karte von diesem Ort? Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Oh, okay. Das hört sich gut an, oder? Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Oh, das ist jetzt interesting. Alter, interesting. Also das vorher mit dem Fischer, es ist natürlich nicht gut für den Fischer, aber ich glaube, wir vermissen sogar einen Fischer, also. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Na, relativ logisch. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Ich frage mich, ob wir diesen abtrünnigen Magier auch kennen könnten, aber mir fällt gerade, weil die Wassermagier, die Feuermagier sind alle tot, die aus dem Minental, die Wassermagier sind alle hier, also Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Natürlich, warum auch nicht? Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja. Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ich glaube, das mit dem, das machen wir mit Links, ist gar nicht mal so weit gefehlt. Ich werde mich da mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Okay, das ist gut zu wissen. Ist das auch eine Quest? Eine Rüstung der Banditen, ja. Schießen auf alles, was nicht wie sie selbst aussieht? Okay. Dass sie ihm alles bringen, das Aufschluss des alten Volk. Okay, ja. Raven, heiligsten Tempel, auch wenn es bedeutet, dass ich ihn töten muss. Ravens Sklaven, Satukas will, dass ich die Sklaven befreie. Nee, das hier. Die Leiche eines Fischers liegt in den Ruinen östlich. Wer hat denn Elridge? Okay, Freudenmädchen. Ah, natürlich, Lucia könnten wir dann hier finden. William, einer der Fischer des Hafens, gehört zu den Vermissten. Na, dann werden wir schauen. Und der Arbeiter Monty brauchen wir auch noch. Was stand da mit Leben eines Bauern? Schönes Leben bei den Bauern. Monty. Bei den Bauern. Hä, aber das wirkt irgendwie so, als wäre das in Corinne selbst. Weird.
Okay. Na dann, mein erster Instinkt ist, ich will da hochklettern. Wer hätte es gedacht, dass das so meine erste Gedanke wäre, wie ich hier so eine Stufenpyramide sehe. Vielleicht liegt hier oben ja auch einfach eine Karte. Wäre sau nice. Und selbst wenn nicht, habe ich vielleicht ein bisschen einen besseren Überblick. Und Überblick ist ja prinzipiell das Einzige, was mir eine Karte verschaffen wird. Nur halt einen noch höheren Überblick. Ah! Weidenbeere. Hatten wir schon Weidenbeeren? Das wirkt irgendwie neuartig. Weiter unten, oder? Ne, weiter oben, damit. Trottel. Weidenbeeren. Waldbeeren hatten wir bis jetzt, aber Weidenbeeren? Doch, hatten wir schon, aber die sind irgendwie ultra geschissen. Ich glaube, ich hätte vielleicht ein bisschen früher hierher gehen sollen. Aber naja, kann man ja nicht wissen. Okay, da ist auch... Da sind mehrere Teleporter. Okay, und die Ruine im Osten. Die Frage ist, ich habe keine Ahnung, wo Osten ist, weil ich keine Karte habe. Wir haben nicht zufällig eine Karte einfach ins Inventar reingelegt bekommen mit dem Teleport hier. Das wäre ein bisschen zu angenehm, gell? Minenkarte, Landkarte, Nafaus-Karte, Landkarte, Stadtkarte. Okay. Schauen wir uns erstmal diese Leiche des Fischers an. Ich nehme mal an, das wird der oder der Tempel da sein. Jetzt nicht zu weit runter. Yes, okay. So. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Okay, ich werde übrigens erstmal noch nicht den Teleporter da hinten benutzen. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass ich nur hier oben rauskomme, aber ja. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt, wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf. Dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Interesting, aber mein Verdacht wäre, dass sie das vielleicht auch gemacht haben, damit eben nicht irgendein Dude einfach hier den Alanos-Tempel entweihen kann, oder? Oder haben die dann damit nichts zu tun? Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Naja, hat ein bisschen verschissen, weil man sieht ganz offensichtlich, dass er eine Stadt war. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werke ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Oder wir haben damit gerade das Schicksal von Corinus besiegelt.
Wäre auch möglich. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Saturas sprechen. Er hat da so eine Ahnung. Oh. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Also außer Saturas sagt jetzt nur, ja, wir finden den Adalos-Tempel. Hey. Du kannst mir nach wie vor... Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Ja, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass wir irgendwie den alten Geist von diesem bösen Feldherrn nochmal bekämpfen müssen. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Ja, das ist meistens so bei Archäologie. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Ja, der verarscht uns doch, oder? Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Okay, das Lachen gefällt mir nicht. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. In der Sprache der Priester. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit. Ja, das haben wir schon, aber 15. Das kostet ja sogar 15 LP, also. Und wie viele von den Dreierdingern haben wir denn? Nicht allzu viele, oder? Eins. Zwei Lebensenergie 3 haben wir. Magie kann mich eher mal schlecken. Ja, also. Für Lebensenergie, bisschen Lebensenergie, das zu machen, ist so. Die Lebensenergie 1 und 2 Tafeln sollte ich eigentlich mal lesen, oder? Die Bogenschützen-Tafel könnte ich theoretisch auch lesen, das ist eh voll wurscht. Armbrustschütze würde ich mir vielleicht aufsparen. Und Einhandkampf auch, solange ich das noch ein bisschen ohne viel... Einhandkampf. Okay, Na dann, reden wir mal mit den Restlingen hier. Dammit, die laufen mir jetzt alle blöd herum. Fario Akonos. Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Okay. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Chaos gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Lass uns handeln. Oh, nein, shit. Oh, das ist eine gute Anfangswaffe. Aber, ja. Ja, so ein, zwei von denen kaufe ich mir mal.
Ja, für 150 kaufe ich da auch welche. Sonst ein Runenbuch. Flammenzunge. Das vergessene Teil der Bauer. Yes, sehr gut. Runenbuch der Wassermagier, leck mich. Ja, Flaschen haben wir, glaube ich, mehr als genug, oder? Ja. Geil. Geil. So. Wo ist es? Ja. Oh, what the fuck. Okay, da rechts ist der Sumpf. Oh, diese blauen Sachen sind die Teleportdinger. Die Sache ist, hier sind 5. Und ich sehe aber nur 4. Das heißt, einer wird wahrscheinlich von da draußen nur hier. Nee, da drinnen nur hier rausführen. Ich probier's mal. Jetzt, wo ich eine Karte abfülle, fühle ich mich da viel besser gleich. Damit ich auch weiß, welche. Oh. Gut, dass ich nochmal her. Ah! Wo kommt sie auf einmal her? Eine Frage, das wollte ich vorher gerade schon sagen. Aber es ist nach wie vor der 57. Tag, also. Hä, habe ich das alles vorher übersehen? Aber die Ratten kann ich nicht übersehen haben. What the fuck, einfach nur. Oh. Okay, da ist das Portal. Ich speichere trotzdem, bevor ich in einen Teleporter gehe, speichere ich mal. Okay, geil. Es passiert nichts. Was für eine Scheiße. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich zuerst hier was auflegen. Womit denn? Damit ich da teleportieren kann. What the fuck? Was? Habe ich das alles vorher wirklich übersehen? Okay. Egal. Selbst wenn, gut, dass wir nochmal hier sind. Ich habe das wirklich übersehen, oder? Naja. Okay. Na dann. Ich kann natürlich versuchen, die Teleporter draußen einfach mal auszuprobieren. Aber vielleicht weiß einer von den anderen Wassermagiern noch was über die Teleporter, die hier offenbar nicht so ganz funktionsfähig sind. Aber ich bin schon mal sehr glücklich, dass wir eine Karte gefunden haben. Gut. Na dann. Moment. Warum ist Konos plötzlich wieder hier? Es verwirrt mich, dass die ihre Position verändern. Es passiert nichts. Wie läuft's? Hör mal. Seltsam, findest du nicht? Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren. Und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Okay, aber wie? Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Okay, also ich glaube, wir müssen dann auf diese Sockel offenbar den Stuff geben, aber was ist Stuff? Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ah. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Okay, aber... Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Das ist aber echt gut. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. Ja, aber ich weiß wo. Ich habe genug gehört. Wow.
Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut, aber pass gut darauf auf. Hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Hey, aber ich wollte andere Sachen noch fragen. Ich dachte, das wäre nur eine der Optionen. Kannst du mir deine magischen Fähigkeiten beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft erhöhst. Ah ja, stimmt. Der hat gesagt, das macht er erst. Ich will mein... Wenn wir hier sind, aber das brauchen wir eh nicht. Okay, die Kraft der Fokussteine. Ah, die versunkene Stadt. Die Frage ist, meinte ich, soll mit Saturas über die untergegangene Stadt sprechen. Alten Fokusstein. Okay, also bis jetzt gefällt mir das ja echt gut. Fokusstein. Gut, dann testen wir das mal. Also wieder rein in den Rotz. Beziehungsweise bevor wir das machen, können wir uns eigentlich hier erstmal umschauen. Du bist wieder nur Kronos, oder? Ah, fuck you. Du bist Saturas, oder? Ja. Deine komische Glatze erkenne ich. Myxia. Wo ist dann der eine noch, den wir brauchen? Hier, Riordian. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Außer sie waren sehr groß, das könnt ihr auch sein. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Interesting. Das heißt, wir gehen zuerst nach Westen und schauen, ob wir dort eine Banditenrüstung auftreiben können. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Okay. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. Was war nochmal im Osten? Der große Sumpf. Die Gegend ist sehr gefährlich. Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Du solltest vorsichtig sein. Okay. Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Das solltest du dir mal ansehen. Hat der nicht gerade noch gesagt, dass er im Westen schon war und dort Piraten gesichtet hat und die haben ihn gesehen? Warum sagt er jetzt, er war noch nicht im Westen? What the fuck? Wo waren die Banditen nochmal? Sie haben eine Art Festung mit vielen Vorposten im Osten. Um dahin zu gelangen... Ja, das weiß ich schon, danke. Wo hast du die Piraten gesehen? Sie liefen nicht weit von... Ich glaube, sie waren auf der Jagd. Okay, also, dass er mir 10-mal sagt, wo was ist, ist, ja. Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Oh, okay. Und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht... Ja, das weiß ich schon. Aber das ist neu. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Hast du Drachenwurzel zum Verkaufen? Das ist alles nämlich nur Bullshit. Okay. Wir haben inzwischen fast 500 Leben. Das ist schon mal, würde ich sagen, not bad. Welchen Speicherstand habe ich denn gerade genommen? Den hier. Ich habe ihn nur nicht überschrieben. Okay. Ruine im Osten. Also, genau. Meint Osten. Diese.
Diese da, da ist der Fischer. Aber zu, schauen wir uns... Ey, steht Saturas jetzt dort? Hey, das passt super, weil mit dir wollten wir gerade reden. Bevor wir das mit dem Vogelstein machen. Außerdem ist hier auch ein Bett. So. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Okay, den kenne ich glaube ich nicht, oder? Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Also wenn das jetzt wirklich hier alles DLC ist, merkt man es schon ein bisschen, weil plötzlich habe ich irgendwie mehr das Gefühl, wirklich von A nach B geschickt zu werden und nicht so, ich kann machen, was ich will, wie bis jetzt. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Mhm. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Ja, machen wir schon. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Okay. Adanos möge dich schützen. Alles klar. So, ist das hier das, wo ihr das gefunden habt? Ah, Laborwasserflasche, nehme ich. Pech, nehme ich auch. Also, die gute Art von Pech und nicht die schlechte Art von Pech. Ja, ich weiß. Vielleicht finden wir hier irgendwo Drachenwurzel. Okay, also Betten. Das ist schon mal nicht schlecht, aber wo ist hier im Osten eine Ruine? Osten ist doch... da. Hä? Gibt es noch einen Alternativeingang hier? Ah, da ist auch noch was. Huh. Okay, da wir jetzt hier auch Dunkelpilze finden, könnte ich mir echt vorstellen, dass ich vielleicht ein bisschen früher hätte hier hinkommen sollen. Und ich glaube, hier ist diese Fischerleiche, oder? Ne. Nee. Hä? Aber er hat doch mehrmals Osten gesagt. Ich habe gerade gelesen, die Vorhaut der Wassermagier, die Vorhut. Lance, okay. Ja, die Frage ist, die Vermissten, die Leiche des Fischers liegt in den Ruinen östlich des Lagers der Wassermagier. Naja, okay. Nehme ich. Aber östlich ist hier. Oder meinen die wirklich da in dem Sumpf? Oder ist irgendwas nicht gut eingezeichnet? Aber die meinen nicht das ganz große Teil rechts oben, oder? Egal, jetzt hauen wir es erstmal hin, würde ich sagen. Tagsüber wird's besser. Ich muss ja wieder... Okay. Aber okay, ich habe eh Gott sei Dank die Tränke. So, vielleicht gibt mir Vatras immerhin noch was dafür. So, wo ist der Trank, dass ich schlafen kann vernünftig? Hier, Heilung der Besessenheit. Du fühlst dich erlöst. Sehr schön. Na dann, lass Tag werden. Geil, und es pisst wie aus Strömen. Und es ist genauso dunkel fast wie vorher. Finde ich ja geil. Okay.
Dann machen wir das mal mit dem Vogelstein. Scheiß drauf. Ich dachte, das wäre die... Und dann können wir auch dahin schauen. Ich weiß, das sind vielleicht Sachen, die wir hätten bei Nacht machen können. Ja, aber naja. Schauen wir mal, ob das mit dem Vogelstein funktioniert. Wenn das der Fall ist, dann ist schon mal vieles gut. Weil ich bin mir sehr sicher, dass ich das auf diesem Teil platziere und dann auf dem Sockel und dann passt alles. Das bedeutet, bei jedem dieser Dinger müsste auch einer von den Dingern sein. Oh cool, dass die Fokussteine aus Teil 1 jetzt wieder eine Bedeutung haben. Das ist echt nice. Na dann. So. Bitte bring mich nicht instant um. Oder bring mich irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Nein, es hat funktioniert. Geil. Die Frage ist, welcher von den Dingern... Ach, der hier. So. Alles easy. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Auch super, dass wir nur einen immer bekommen, offenbar. Okay. Na gut, aber dann geht's wahrscheinlich erstmal eher nach links. Okay. Also nach Westen. Aber zuerst schauen wir mal... Moment, ich bin hart verwirrt. Warum kann es nicht einmal schön sein? Es pisst oder es ist Nacht. Hier so einmal möchte ich, dass ich hier auch ein bisschen was sehen kann. Ich weiß, es heißt die Nacht des Raben, aber man kann es auch übertreiben. Okay, was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Keine Ahnung. Machen wir mal. Die Sache ist, ich glaube fast, hier wird jetzt nicht so wahnsinnig viel sein, sondern erst, wenn ich links oder rechts lang gehe. Ich meine, ja, okay, Heilkraut... Aber das würde ich... Oder Dunkelpilze, aber das würde ich noch nicht als geilen Scheiß betrachten. What the fuck? Hier ist viel Stuff. Oh, what? Interesting. Oh. Nee. Ich gehe schon wieder. Kein Stress. Okay, Gott sei Dank. Okay, dann. Wir wollten zuerst aber ein Stückerl nach Osten gehen. Nur um zu schauen, ob wir den Fischer nicht finden. Und jetzt, so von so einem Wetter rede ich. Es ist Tag, es ist hell, es ist schön. Einfach top. Gut, und dann schauen wir mal, ob ich Osten von Westen unterscheiden kann. Weil irgendwo muss das dann hier sein. Mit der Fischerruine. Also der Ruine, wo der Fischer drin ist, so rum. Ah! Varanenblutfliege. Okay, die Dunkelpilze scheiße ich jetzt drauf, oder? Wobei nicht, dass sich da irgendwie eine Drachenwurzel dazwischen versteckt, die ich dann übersehe. Das wäre ungut. So, komm her. Sonst haben wir den ganzen Part nicht wirklich gekämpft. So, außerdem Varan. Ich hoffe, hier ist nur einer. Ne, hier sind mehrere. Ne?
Geil, der Varan hat uns nicht mal Damage gemacht. Ja gut, er hat uns nicht getroffen, aber das trotzdem. Win in my book. Alter, er hat uns 5 Damage gemacht. Ah, hallo. William! Diese Notiz hat Sir Fisher William bei sich. Okay. Schauen wir uns an. Na dann, ich glaube, wir haben bald schlechte Nachrichten, nämlich für jemand ganz bestimmten. Ja. William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, schleich dich raus. The fuck ist das für eine seltsame Nachricht? Ich glaube ja fast nicht, dass das alles wirklich Teil des DLCs ist. Ich glaube, so manche Teile davon werden neu gewesen sein. Weil wäre schon krass, wenn hier auch die ganzen Sachen... Ah, hier ist er. Razor! Ja, stimmt, das waren ja die leichteren Snapper. Alter, hast du mich erschreckt. Steht da einfach um die Ecke. Ich glaube aber wirklich, ein Ring. Ich glaube wirklich, dass man hier ein bisschen früher hätte hingehen sollen, weil ich krieg echt sehr wenig Damage. War das Einhandkampf 1? Nee. Keine Ahnung. Egal, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal heute hier. Wir haben offenbar eine ganz neue Map zu erkunden und sogar mal eine, wo wir, glaube ich, nicht hart unterlevelt sind. Also schon mal ganz gut. Wir gehen natürlich dann zuerst mal in den Westen. Ich würde sagen, wir gehen hier einmal den Weg hier außen rum und dann geht's ab nach Westen zu den Piraten und zu dem anderen Teleportstein und stuff. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Gothic 2, sage ich. Tschüss, Leute.